Hallihallo, meine Lieben, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute habe ich ein Action-Oil für euch und ja, und ich wünsche euch viel Spaß mit meinem Video. So, wir haben hier das Ganze gekauft. Ich wollte euch zeigen, was ich geholt habe, was wir geholt haben. Einmal dieses Standmixer von Trista mit 1,5 Liter kann man reintun und ja, und ich. Mal schauen, ob die gut ist. Die hat plus 14,95 gekostet. Und ja, und die Marke ist von Action, glaube ich. Weiß ich auch nicht so genau. Und ich zeige euch jetzt, was wir alles eingekauft haben. Und ja, viel Spaß. So, wir haben einmal hier für die Wohnzimmer so ein LED-Dinger. Glühbirne mit, kann man mit Handy machen, irgendwie verbinden und so, und der hat 8,95 € gekostet. Dann habe ich mir wieder Versandtaschen gekauft, Lufttaschen, braucht man immer wegen Verlosungen, und da ich gerade viele habe, ist da hier für 99 Cent. Hier wieder, ja, okay, wir machen weiter. Einmal von Bake It hat sich die kleine Bruna ausgesucht, 99 Cent. Was ein bisschen einblendet, das ist mein Softbox. Und ja, und ja. 99, wie gesagt, da ist schon der Dings drin, Ausstechform ist drin. Und ja, hat sie sich gewünscht. Dann hat sich mein Mann zweimal Jogginghosen in der Größe M. Das fühlen sich sehr fluffig an. Einmal in dunkelblau und in schwarz. Jeweils 5,95 €. Sehen sehr gut aus und sehr warm. Er benutzt sehr gerne Jogginghose. Ist das Thema und alles, ne? Braucht man auch immer. Ich benutze auch gerne Jogginghosen. Dann habe ich mir 6 Gläser ausgesucht. 1,49 €, weil unsere. Ich hatte 4 kaputt gemacht. Naja, die sind kaputt gegangen irgendwie. Und jetzt haben wir 6 Stück. So neutrale Farben, passt zu jedem. Und ja, wollte ich schon lange kaufen, auch wenn wir den anderen hatten. Aber naja. So, dann hat sie sich die kleine Bruna ausgesucht. Von Frozen, so eine Mini-Diary. Die Diary mit Kugelschreiber von Frozen, was auch sonst. Für 1,89 €. Genau. Dann hat sich die Kleine noch was ausgesucht, ja. So eine Lunchbox, so eine kleine Döschen, auch von dieses Mal von Paw Patrol. Fand sie sehr süß, mit für 99 Cent. War auch nicht teuer, aber die Farbe finde ich auch sehr schön. Kann sie auch Kekse für unterwegs, so voll aus Plastik, aber für Kinder kann man nicht erwarten, dass sie Glas ist gefährlich, ne, für Kinder. Deshalb fand ich auch sehr schön, diese praktische Dose. Dann habe ich mir wegen du Frühlingsrolina habe ich mir diese Fudge, heißt das so, Vanille, diese Karamellbonbons ausgesucht. Ich wollte nicht erstmal nicht mitnehmen, aber dann habe ich die mitgenommen. Ja, hier du. Aber ja, wollte ich ausprobieren, wie die schmecken. Ich wollte mir auch das andere holen, was sie geholt hat. Aber habe ich dann gelassen, diese Nugget-Dinger, diese weißen mit Mandel oder so, hat sie auch im Video gezeigt. Dann wieder, das hat sie auch im Video gezeigt, Coloridos. Gab es lange Zeit nicht, weil die ausverkauft waren, mit Karamell, Schoko und Smarties obendrauf für 1,27 €. Habe ich mir bloß eins geholt zum Ausprobieren. Dann gab es wieder, ja, mein Mann wieder, ne? Erdnüsse, 1,25 € dieses Mal, 3 Stück, weil wir noch eins hatten oder zwei sogar. Dann wieder, ja, meine geliebte Keksen. Wir haben dieses Mal 4 Stück, aber eine ist schon verputzt. Muss ich immer essen, aber ich kann, wenn ich eine Packung aufmache, dann muss ich gleich 6 Stück drin essen, aber kann man nicht machen, ne? Weil sonst wird man zu dick. Ja, dann gab es hier noch, die gibt es bei uns in Portugal, diese. Die kommen ursprünglich aus Spanien, aber wir bekommen viele Sachen von Spanien. Und das ist Filipinos, also Keksen mit Schokolade und hier mit Weißschokolade.
beide. Bei uns sind die auch teurer, obwohl bei uns kosten die, ich glaube, 1 Euro und die haben die plus 85 Cent gekostet. Also günstiger, obwohl wir nicht da sind. Aber trotzdem günstiger als in unserem Land. Ne? Ja. Das ist gut. Dann hat sich die kleine Bruna, die Schwester hat doch, die Beatrice hat am 6. November Geburtstag und die Schwester hat so eine Tüte mitgenommen. Da fehlt noch ein Geschenk. Mal schauen, was sie sich kaufen möchte. Ich fand der Spruch schön und auch glitzerig, weil sie mag gerne Glitzer. Oh, Happy Day steht drauf. Für 49, nee, 49 Cent? Ich glaube schon. Hatte ich letztes Jahr diese von Duschdas, den Kaminzauber. Ich fand den Duft so toll und jetzt gab es die wieder bei Action. Für sehr toll, für 85 Cent. Lohnt sich da einzukaufen, weil da kosten die Sachen sehr billiger. Achso, das hat sich mein Mann noch hier so eine für den Schnee, so ein Eisscrubber. Aber hat er schon im Auto. Der Preis weiß ich auch leider nicht. Und hier, was hat die Tüte gekostet? 42 Cent, genau, 42 Cent. Dann gab es hier für uns, für die Geschirr in der Küche, 32 Cent, so eine Bürste, braucht man immer. Dann hier, wir hatten letztens vor ein paar Monaten auch die große geholt, Merry Christmas, und jetzt wollte die kleine Bruna die für sich und die Schwester. Für 59 Cent kann man nichts sagen und ja, obwohl das ist nicht gleich Plastik, sondern ich weiß nicht, wie man das nennt. Dann hier für Beatrice zum Geburtstag fand ich sehr schön, so hochwertig, so aus Porzellan. Nicht, da steht Made in der Schweiz, aber sieht so hochwertig aus. Bei uns kostet so ein um die 6 Euro und die haben die, ich meine, in Portugal kostet das ist sehr teuer bei uns. Sehr hochwertig mit drei Füßen und der hat 69 Cent einen Teller für ja, Süßes oder Saures oder was auch immer wir auf dem Tisch machen, aber sehr edel und sehr schön fand ich die. Dann noch zwei Deos für mich, einmal von Fa und das ist auch aus Spanien, steht auch aus Spanien, alles auf Spanisch und dann hier eine deutsche Aufkleber, aber ja. Bei uns gibt es sie nicht hier in Deutschland. Habe ich nirgendwo gesehen. Da steht Aqua, das ist Wasser. Und neu steht auch drauf auf Spanisch. Und der hat 85. Nee. 85? Ich schau mal kurz. Filipinos. 1,25 Euro. Aber der ist größer als die normalen 200 ml. Und normal sind die kleiner. Das ist so eine große Verpackung. Ihr könnt schauen. Und hier von Javan gibt es bei uns diese, das ist auch eine Duftmarke. Und hier sind die ganz günstig, das ist für Women, gibt es auch für Männer. Und der hat bloß 1,49 € gekostet. Und mein Mann hat letztens zwei für sich mitgenommen. Habt ihr ja gesehen in meinem letzten Action Haul, werde ich euch hier oben verlinken, glaube ich. Und die Tüte ist leer. Und ja, ich wollte noch erwähnen, dass ich mein Lippenstift, das ist von meinem Adventskalender von Action. Und der ist sehr schön und sehr cremig und ja, es trocknet nicht aus. Wie ihr seht, und heute habe ich ja keinen Concealer, deshalb die Augenringe, aber ich hatte nicht so viel Zeit, mich zu schminken. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das und ja. Ja, das war's von mir. Ich hoffe, mein kleiner Action-Haul hat euch gefallen. Lasst mir gerne Feedback da. Ich freue mich immer und ich sage, wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Tschüss.